ist Jeanette, genannt Nette, wie die Nette. Sie mag ihren Namen nicht. Welche 14-Jährige will schon nett sein? Mit 14 will man doch Verbotenes tun, im Park abhängen, Jungs beeindrucken. Und das funktioniert immer besser. Denn Nette und ihre Freundinnen sehen seit den Sommerferien schon fast aus wie Frauen. Aber Nette findet die neuen Kurven ziemlich störend. Auch der Schwimmtrainer macht schon blöde Sprüche. Nette muss wieder dünner werden. Und dünn ist nicht dünn genug. Die interaktive Graphic Novel klärt über ein Thema auf, das besonders 12- bis 16-jährige Mädchen betrifft. Magersucht. Jeanette, ein Teenager von nebenan, unterwirft sich dem Schlankheitswahn. Ihr eigener Wunsch nach Kontrolle und Perfektion führt sie in die Magersucht. Doch sie findet wieder zurück ins Leben. Ihre Geschichte wird begleitet von Infos über Vorbeugung und Therapie, entwickelt in Zusammenarbeit mit Experten und Therapeuten. Durch spielerische Interaktion können Userinnen die zusätzlichen Informationen erhalten. Und wer noch mehr wissen will, der schaut einfach nach unter www.ninette.berlin. Ninette, dünn ist nicht dünn genug. Eine Graphic Novel, die ein gesundes Körperbild zeigt und das Selbstwertgefühl von Teenagern steigert. Ein browserbasiertes Comic in 11 Folgen. Erscheint wöchentlich in Deutsch und Englisch.